So, noch ein Eierhaufen und einen Gegner brauchen wir. Das ist natürlich easy. So, dann nehmen wir am besten gleich die hier oben und dann haben wir die Quest auch schon erledigt. Sah gerade aus, als würde der Killik Verstärkung rufen. Habt ihr das gesehen? Der hat ja so ein komisches Signalsymbol überm Kopf. Seltsam. Ob das geht? Ich weiß es nicht. Das geht, dass die Verstärkung rufen können. Hm. So. Eier weg. So, das wäre auch erledigt. Und dann können wir jetzt endlich mal hinunter in die Schmerzfabrik. Dann können wir gleich einen Haufen Quests wieder auf einmal abgeben. Das ist sehr cool. Boah, wie die Frames hier droppen. Das gibt's doch nicht. 24 Frames. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So, Schmerzfabrik. Finde den Kontrollraum. Der ist natürlich ganz oben. Hallöchen, Freunde. So, zack, zack. Zack, zack. Oh, der lebt ja noch. Ich gebe mir bei den Gegnern gar nicht so viel Mühe, meine ganzen Fähigkeiten zu benutzen, weil die echt so einfach sind. So, sehr schön. Gedroppt hat keiner was, umso besser. So, du kommst mal her, mein Freund. Huch! Das heißt hier zu nah, von wegen. Zu nah, wie weit muss denn der Gegner wegstehen, dass die Fähigkeit funktioniert? Das gibt's doch nicht. Und selbst der Gegner ist einfach so luschi gegen uns. Wie krass. Also ich wusste, dass es einen Unterschied geben würde, aber so einen Unterschied? Ui. So. Hallöchen, na ihr? Zack, zack. Alter, die hat sich geheilt, die Sau. Frage heilen sich anscheinend, wie es aussieht. So, sehr schön. So, weiter geht's. Muss ich die hier noch befreien? Wahrscheinlich nicht. Das wäre komisch. Oder doch, muss ich die noch befreien? Das kann eigentlich nicht sein, oder? Nee. Nee, glaube ich nicht. Komm. Geh mal weiter. Hallo, Freunde. Zack, zack. Zack. So. Na, jetzt ist der da wieder. Komm her. Blöder Major. Udelbo Major. Zack. Und zack. So, und gleich sind wir im Kontrollraum. Was da wohl auf uns wartet, das ist die Frage, ne? Denn diese Fabrik hat wahrscheinlich noch irgendwie einen Kommandanten, würde ich mal drauf wetten. Und wenn nicht, dann wäre es ziemlich komisch. Hallo? Hey! Das wollte ich gar nicht. So. So, zack. Sodalet. Sprich mit dem Ulgo-Kommandanten. Na, sieh mal eine an.
Jedi, die Basis benachrichtigen und Kampfpositionen einnehmen. Folterdroiden neu ausrichten und notfalls die Killix freilassen. Wir können es auch mit den besten Truppen des Feindes aufnehmen. Ich werde euch aufhalten. Ich weiß, dass ihr die Killix gegen das Haus Organa aufgehetzt habt. Ihr wisst überhaupt nichts, Jedi. Und ihr werdet auch nichts erfahren. Für Haus Ulgo! Für die Krone! Na, die hirngewaschene Deppen. Das ist ja wie in der richtigen Politik. Nein, das ist die Wahrheit. Da werde ich mir jetzt wieder Freunde gemacht haben. So. Zackedi, zackedi, zackedi. Ulgo-Kommandant. Huch. Huch, was mache ich denn? Scheiße, jetzt habe ich die falsche Fähigkeit benutzt. Egal. So, zack. Kaputt. So, was müssen wir denn jetzt machen? Das Inventar ist voll. Willst du mich verarschen? Schon wieder? Mann! Wie viel Geld habe ich denn? Boah, aber 50.000 kostet das. Willst du mich verarschen? Garantiert nicht. So, zerstöre die Ulgo-Folter-Droiden. Wie viele denn? Da steht gar keine Anzahl dabei. Zack. Zack, zack. Zack. Huch, jetzt, ja toll, jetzt greifen die uns an. Super. Das hat's ja jetzt gebracht. Das ist natürlich echt klasse. Das heißt, wir müssen erst die Ulgo-Folter-Droiden besiegen und dann noch die Killix. Was natürlich echt sinnvoll ist, vor allem weil die Killix ja ein Schwarmbewusstsein haben und genau wissen, dass wir sie umgebracht haben. Was ganz einfach bedeutet, dass die Killix ganz genau wissen, wer hier unten wen umgebracht hat. Das ist natürlich richtig toll. So, Inventar ist voll, leck mich. Schalte den Hauptcomputer aus. Ja, das wird gemacht. Der Hauptcomputer der Schmerzfabrik, weg damit. Ab in die Tonne. Wenn das nicht mein Lieblingsstoßtrupp ist, habt ihr Ulgos Schmerzfabrik gefunden? Das ist der Ort. Eine beeindruckende Einrichtung. Die waren wohl schon eine Weile hier. Ulgo wird die Killix jetzt nicht mehr so leicht in Rage versetzen können. Das gibt uns etwas Raum zum Atmen. Es wäre aber eine Schande, diese ganze Technologie verkommen zu lassen. Ulgo hat sicher einiges über die Käfer herausgefunden. Worauf wollt ihr hinaus? Klingt, als gäbe es bereits einen Plan. Vielleicht kann ich Ulgos Experimente nachstellen und die Killix auf unsere Seite bringen. Versucht, diese Daten und die Ausrüstung zu bergen. Auf gar keinen Fall. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass empfindsame Lebensformen gefoltert werden. Wie ihr wollt. Ihr denkt auch wirklich nur an euch selbst. Ihr solltet dort verschwinden. Trefft mich beim Kommandoposten zur Nachbesprechung. Und ja, es ist tatsächlich so, wir denken echt nur an uns selbst durch die helle Seite. Denn es wäre jetzt echt sinnvoller gewesen, die Daten mitzunehmen. Aber wir wollen natürlich auch hier unseren Rang erhöhen, was ganz wichtig ist als Jedi. Aber ganz ehrlich, es stimmt. Sie hat recht. Mit diesen Aktionen denken wir echt nur an uns selbst. Und an unseren ach so tollen Jedi-Kodex. Naja. Gut, der Sith-Kodex ist jetzt auch nicht besser. So. Na komm schon. So, jetzt erstmal Quests abgeben. Keikana. Der Stoßtrupp hat die Ulgo-Einrichtung zerstört. Die Killig-Angriffe sind bereits um 40% zurückgegangen. Euch das Kommando zu übertragen, war dann wohl doch die richtige Entscheidung. Vielen Dank, Sir. Und das ist sicher euer Stoßtrupp. Ihr habt hervorragende Arbeit geleistet. Vielen Dank.
Ihr seid zu freundlich. Ich bin Duke Charles Organa vom Haus Organa. Und das ist General Kashim. Leider habe ich nicht viel Zeit zum Reden. Manalangan Perlo. Amka Kalami. Nayakina Lebua. Aber dann... Dann können wir Haus Ulgo selbst angreifen. Das haben wir euch zu verdanken. Wir hatten unsere Schwierigkeiten, aber ich bin bereit, darüber hinwegzusehen. Und jetzt habe ich Kriegspläne zu schmieden und jede Menge Stimkaff zu trinken. Viel Glück, Kommandantin. Ich wünsche euch viel Erfolg. Passt auf euch auf. Ihr auch. Dieser Krieg ist für uns alle schlecht und er ist noch lange nicht vorbei. Sag mal nur zur Information. Der Charles Organa hat sich uns gerade nochmal vorgestellt, obwohl der uns die Quest hier gegeben hatte schon vorher. Der kennt uns doch. Strange. Naja, okay. Alec Terral. Eure Insektizidminen sind aktiviert. Die Killix sollten schon bald verschwunden sein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für uns bedeutet, wenn ich daran denke, wie sie ihre Krallen in unsere guten Abstücke schlagen. Wir schicken eine Nachricht zum Haupthaus. Ich hoffe, die können uns Verstärkung schicken. Hab Dank. Okay, ein Haufen neuer Ausrüstungsgegenstände brauchen wir nicht. Wir nehmen die Planetenauszeichnung. Wir dürfen jetzt wahrscheinlich schon über 90 haben, ne? Fast. Wir müssen die demnächst mal ausgeben, habe ich so das Gefühl. Und wir müssen danach echt mal zum Duke zurückkehren, um die Quest abzugeben, weil ich glaube, dass der eh noch für uns eine hat. Gern geschehen. Zack. Okay, jetzt reisen wir erstmal zurück zu Duke Charles Organa und dann gucken wir mal, dass wir den Lu Organa finden, der anscheinend irgendwo verschütt gegangen ist, entführt wurde. Sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Wie können diese Viecher eigentlich fliegen? Rein objektiv betrachtet gar nicht, ne? Oder? Die sehen nämlich ziemlich schwerfällig aus. Okay, da kann man sich aber täuschen. Wahrscheinlich sind sie leicht wie eine Feder. Flügelspannweite 10 Meter, aber leicht wie eine Feder. Das reimt sich sogar. Geil. So. Wir sind ja schon da. Boah, das Viech ist echt schnell. Republikanisches Gebiet. Na komm. Lande. Sehr schön. Auf den Varrektyl und zum Duke. Zum guten Duke. Duke, Duke, Duke. So. Huch. Unsichtbare Mauer. Was war da denn los? So, boah, dieser Palast ist immer noch so geil. Ich will auch so einen, Leute. Mann. Boah, ich finde es echt geil. So eine riesige Halle mit diesen goldenen Statuen. Boah. Finde ich richtig geil. Schade, dass solche Paläste heute nicht mehr gebaut werden. Zumindest nicht, nicht in Anführungsstrichen den normalen Regionen und normalen Ländern. So, hier haben wir einen Droiden. Ich glaube, zu dem müssen wir nicht. Boah, wieso muss der Charles Organa so weit oben sein Dings haben? Sein Büro. Wobei, wenn ich hier der Duke wäre, würde ich mein Büro auch hier oben irgendwo hinlegen. So. Da ist er, da ist er, da ist er um die Ecke. Da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. Die Organa-Speere sind wieder in unseren Händen. Mein Großvater wäre stolz. Nebaka Mama Nakinaya. Bilak Mamua Kamlibik.
Ich werde meine Truppen nicht im Stich lassen, General. Denkt nicht einmal daran. Ihr habt meinen persönlichen Dank, Jedi. Wir werden heute Abend feiern und uns auf die nächste Schlacht vorbereiten. Danke. Es wäre mir eine Ehre, mit euch zu speisen. Gut. Wir werden essen und trinken und Pläne schmieden. Wir werden dem Planeten zeigen, dass noch Hoffnung besteht. Mein Lord, ihr habt eine Nachricht auf eurem Sicherheitskanal. Danke, Harry. Stellt sie durch, General. Es ist lange her, Duke. Wer sind eure Freunde? Das hat euch nicht zu interessieren. Wenn Sie mit dem Wolfbaron vom Haus Thule sprechen möchten, können Sie es selbst tun. Ihr führt die Thule-Armee an. Ihr habt befohlen, das Land zu bombardieren und die Geschütze einzunehmen? Ja, so ist es. Ihr habt vielleicht die Organa-Speere zurückerobert, aber das war Teil meines Plans. Eure Leute wurden auseinandergetrieben und liefen mir direkt in die Hände. Was wollt ihr damit sagen, Baron? Ich will damit sagen, dass das Haus Thule 300 Organa-Bürger gefangen genommen hat. Ich dachte, das würde euch vielleicht interessieren. Was wollt ihr? Stellt eure Forderungen. Wir hören zu. Ich verlange ein persönliches Treffen, bei dem das Schicksal der Gefangenen vernünftig besprochen wird. Ich übermittle euch gerade Ort und Zeit des Treffens. Bis dahin werden eure Leute gut behandelt. Der Unfall mit eurem Schwiegersohn wird sich nicht wiederholen. Dieser verfluchte Bastard! Ripoknane Karimaraka. Ankhamja lebek mem ark. Ich bin kein Narr, aber ein Herrscher, der sein Volk nicht beschützen kann, ist kein Herrscher. Ich muss gehen. Ich werde zu dem Treffen gehen. Ich habe keine Angst vor dem Wolfbaron. Erlaubt mir, die Angelegenheit zu regeln. Ihr seid die einzige Hoffnung für Organa. Aber ihr werdet nicht alleine gehen. Ihr werdet vorausgehen und ich folge euch. Schaltet das Gesindel des Wolfbarons aus, seine Attentäter. Er will ein Treffen? Dann wird es ein Treffen auf Augenhöhe sein. Wir werden siegreich sein. Wir werden eure Leute retten. Und das Haus Thule wird fallen. So wird es sein. Mami lebik bakmanuk, maraka najaki nam ya bamyak. Danke, General. Und ihr seid von nun an ein Paladin des Hauses Organa. Mein Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Ich verneige mich vor eurem Heldenmut und vertraue eurem Wort. Ebnet den Weg, mein Freund, und lasst uns dem Bösen ins Auge blicken. Wird gemacht, mein Freund. Begib dich zu den Koordinaten des Wolfbarons. Wird gemacht. So, jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück. Hier lang, dann hier lang und dann da vorne runter. Gut. Boah, dieses Machttempo, wenn das ein bisschen bessere Ablenkzeit hätte, das wäre schon geil. So. Na komm schon. Na komm. Zack. Und wenn das ein bisschen länger halten würde, wäre auch geil. Aber naja, ich will mich ja mal nicht beschweren. So. Daraus. Okay. Und dann gucken wir mal. Finde Lu-Organa, begib dich zu den Koordinaten des Wolfbarons. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist denn der Wolfbaron genau? Muss ich mal... Ach, da unten! Da unten ist der Wolfbaron. Ach du meine Güte. Okay. Der ist also quasi direkt um die Ecke. Das macht es wesentlich einfacher für uns. Ich hoffe mal, dass wir ihn jetzt endlich ausschalten können. Den Drecksack. So. Darunter und dann die erste rechts. So, da haben wir noch eine Quest. Was ist da denn los? Asa Gundo. Stispanagula Chopakpa. Jiwomtahumpa Mulira Watawompa. Krispa Doe Kankin Kunke Gupa. Das klingt schmerzhaft.
Ich hoffe, das musste niemand am eigenen Leibe verspüren. Chotopa Bubanda Bakawanki. Ja, Koga Hutapawa da Bambaula. Noi Kuchusu, yo mata chi pompota. Ich will helfen, wenn ich kann. Wie soll das geschehen? Kupa tomti tokmakitugi. Vinerium? Gibt es sonst noch Wissenswertes über dieses Gebiet? Chobod i kafu anchawa. Et an atu boke gopagne. Nun denn, okay, beschafft die Tool Kryoban Gewehre. Das machen wir auch, aber erst in der nächsten Aufnahmesession. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal. Euer Fennec.